Mitopia, Mitopia, ich heiße euch willkommen zu Mitopia. Und das Lied heute war am Anfang ganz schön schief und daneben, aber willkommen. So, Feurio, wir gehen weiter. Wir mussten den bösen Revi aufhalten. Und wollen ja auch noch 100%, also vielleicht nicht 100% im Gesamten. Ich habe gehört, ich muss dafür 10.000 Gesichter retten. Ist dann vielleicht doch eine Nummer mehr, als ich gedacht hätte. Wir gehen aber jetzt weiter. Wir haben alle Kristalle zusammen und müssen jetzt einfach nur noch durch diese Tür. Kommt mir bekannt vor. Hier sind 4 Öffnungen in der Wand. Los, setzt sie ein. Wir wissen ja, wo sie hingehören. Alle passen. Jetzt geht die mysteriöse Tür auf. Klasse, ihr könnt den Weg fortsetzen. Dankeschön, Spiel. Was erwartet uns denn da oben noch? Eine Ebene oder noch mehr? Im Moment sehe ich da noch nicht so viel mehr. So, auf geht's. Vorwärts, Marsch. Und Katze und Baloui mit seinem Muskelshirt-Hemd. Alle Stadtbewohner haben ihre Gesichter wieder zurück. Jetzt fehlt nur das Gesicht vom Lampengeist Mo. Wir sind schon so tief ins Innere der Pyramide vorgedrungen. Da sind wir bestimmt schon ganz nah dran. Plam, plam, plam. Was? Für wahr, was du begehrst, ist nicht mehr fern. Wie geht das wieder los? Ich gedenke doch nur, dich mit meinem Wissen zu erfreuen, du Held. Hä? Na gut, seltsame Stimme, dann erfreue mich weiteren nützlichen Infos. Auch der dunkle Fürst ist ganz in der Nähe. Ach, toll, das ist nicht hilfreich. Das war aber jetzt nicht sehr erfreulich. Toll. Das heißt, Revi turnt hier irgendwo rum. Subi. Wir müssen also jetzt, ja, was erwartet uns denn da? Wahrscheinlich hier einfach ein paar Monster oder schon direkt ein Boss. Oh oh, Baloui. Nein, da ist der Dunkelfürst Revi. Du schon wieder. Ich hatte dir doch all deine besonderen Kräfte genommen. Du bist wirklich mehr als aufdringlich. Na gut. Herbei, Maske des Königs einer vergangenen Zeit. Oh, ist das Moos Gesicht? Was mache ich hier? Oh Mann. Dieses Wesen ist einer meiner mächtigsten Untergebenen. Los, mach sie fertig. Der dunkle Fürst Revi ist nach Osten geflogen. Toll, Revi, toll, du Schisser. Und jetzt muss ich gegen Mo kämpfen. Na gut, ist egal, ich mache ihn fertig, werde ihn schon sehen. Pharao Mo. Okay. Das Gesicht ist cool. So, Pharao Mo, wir machen dich fertig. Fangen wir erstmal an. Ich bin gespannt, wie viel HP der hat und wie lange das dauert, bis wir den besiegt haben. Meistens können die ja 2-3 Mal angreifen. Ich habe gehört, ich soll darauf achten, in dem Moment, wenn Klüm mit seiner Pfanne zuhaut, würde das ein Schwert werden. Aber das tut es gar nicht. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass da ein Schwert gerade rumgekommen ist. Das hat vielleicht nur einer so geschrieben. Ich bin aber nicht sicher. Aber ich habe es nicht gefunden. So, ich würde sagen, wir machen erstmal süßes Geflüster auf Mo, damit er ein bisschen verwirrt ist, ein bisschen mehr Schaden kriegt. Vielleicht hilft das ja schon mal für den Anfang. Einfach nach, das ist seine Deckung. Und er spricht einen Fluch aus. Oh, oh. Nein. Sinus sagt, ich bin Pharao. Sinus, tut mir leid. Du musst leider jetzt da hinten erstmal eine Runde aussetzen, wenn er so unfähig ist. Katze und Klüm. Haut den aufs Maul. Oh. Sehr nice. Boah, das war cool. Schön. Sinus hat sich beruhigt. Gehen wir einfach weiter. Also gut. Wir schaffen das schon. Easy. So, Baloui. Magie. Popo-Pixer ist... Ich finde Katzes Angriff halt besser als meine. Deswegen überlege ich ernsthaft, hier Katze einmal Popo-Pixer zu geben und dann... Meiner ist mehr so eine Supportrolle. So, Angriff. Yeah, 51 Schaden. Nice. Also jetzt noch Klim. Aber der Pharao nochmal richtig... Boah, wir machen gerade 50 Angriff fast mit jedem Schlag. Jetzt wird's kritisch. Klim. Klim feuert noch Items in der Runde an. Los, Katze. Achso, ne, er gibt dir nur Mana-Punkte. Ja, das ist auch okay. Und was kommt jetzt? Oh, oh. Alle drei helfen. Was? Alle drei helfen Katze? Wie geil ist denn... Hammer. Wie krass das gerade war. Das habe ich noch nie gehabt, dass alle einem helfen. Total übertrieben. Aber es war geil.
So, wir machen jetzt mal frecher Piekser auf Pharao Mo. So, mal gucken, ob das was bringt. Oder ob das sinnvoller wäre, Popo-Piekser auf Item zu machen. Ich bin da nicht so ganz sicher. Er hat auch 51 Schaden, das ist auch nicht schlecht. Klümpfut hat wahrscheinlich einfach für sich selber, ja, aber klar. Pharao Mo ist wieder bei Sinn, ja, das habe ich befürchtet. Oh. Na toll, Katze. Mein wichtigster Kämpfer ist jetzt Pharao. Katze, ab nach hinten, geh dich schämen. Jetzt ist die Frage. Katze, wahrscheinlich, ja, hat sich wieder beruhigt. Kann wieder nach vorne. So, easy. Sinus, ach nein, ihr sollt nicht immer... Okay, Esselea ist mir auch egal. Bringt bestimmt irgendwas Sinnvolles irgendwann. Aber wir machen jetzt, glaube ich, nochmal süßes Geflüster. Ich glaube, der kriegt dann mehr Schaden. Und das macht schon mal sehr viel aus. So, vernachlässigt seine Deckung. Klüm. Ach, 30. Okay, damit kann ich leben, wie er jetzt gerade gekämpft hat. Ist gut. Ach, Katze hat nochmal so viel gekriegt, um doppelt anzugreifen. Ja, nice. Es geht gerade so schnell alles. Und ich finde, mein Team macht das mega, mega krass. Vor allen Dingen so ultra schnell. Pharao Mo ist fast besiegt. Los schon, Balui. Bats. Nein, Glüm nicht kochen. Vor allen Dingen kocht er immer für sich selbst. Ich bin Glüm, ich koche mir nur Essen für mich selbst. Außer er wird zum Pharao. So, aber mir fällt gerade was ein. Ich muss unbedingt den HP-Streuer einsetzen. Denn mein Team ist gerade fast am Abnippeln. Und Bananen haben sie auch nicht mehr. So, und dann noch ein bisschen Mana-Punkte. Ich finde Katze seine Attacken eh am krassesten. Danach Zinus und ich zum Letzt. Der Rest ist nicht ganz so wichtig. Ja, dann los, weiter geht's. Ich habe aber in den Kommentaren gelesen, ich soll mal öfters den Streuer einsetzen. Da habt ihr wahrscheinlich recht. Bäm, ein gutes Gefühl. Ja, okay. Oh, das war... Ja, das habt ihr gut gemacht. Ja, Mann! So, er ist besiegt. 10.000 Gesichter, wir sind bei 500. Oh, 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 oh. Ich hätte ewig so weitermachen können. Und das gibt alle ein Level Up. Nice, 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 nice. Würde ich sagen. Gesichtsschutz erlernt. Eine Gesichtsmaske schützt einen Freund. Vor Status Mali. Cool. Und Klim, kannst du auch noch was Neues? Nö, Bonus XP jetzt nochmal. Ja, toll. Wem gebe ich die? Wem gebe ich die? Hier, komm, Klim. Klim, unser Koch, kriegt nochmal Bonus XP. Hurra! Herrschersuppe mit Schlange drin. Mm, das schmeckt bestimmt gut. Flink wie ein Wiesel. Was kommt jetzt? Guten Tag. Hey, lass dir die Chance nicht entgehen. Dakra ist das. Okay. Magst du das Foto kaufen, das ich vorhin gemacht habe? Dieses einzigartige Foto kostet dich 20 G. Möchtest du es kaufen? Ich bin Pharao. Ja, ist okay. Wir nehmen das. Vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Jetzt muss man in-game auch schon Fotografen bezahlen. Was ist denn hier los? Hallo? Das ist ja, wie als wenn ich weiß nicht, in Phantasialand oder so mit der Wasserrutsche fahre und am Ende ein Bild habe und dann muss ich es auch noch bezahlen. Gut, ich meine, muss man ja. 50 verschiedene Nahrungsmittel. Cool. Und Level Up. Balui und Klüm. Ist das nicht romantisch? Gut, was sind wir jetzt? Gute Bekannte und haben helfen gelernt. Das erhöht größere Werte und so und das ist mega cool. Dankeschön. Ah, okay, Spielhalle. Irgendwas Cooles vielleicht? Lumpengoss. Ja, okay, lassen wir das. Aber ich hätte hier was zu essen für euch. Und zwar gibt es heute HP mit Mana-Punkte und Abwehr. Wer braucht das denn am ehesten? Ich würde ja sagen, Mana-Punkte und Abwehr. Ich gebe es mir. Oh nein, das war scheiße. Das ist jetzt richtig traurig. Warum ich immer alles scheiße finde, verstehe ich sowieso nicht. Aber ist egal, wir haben die Stadt gerettet. Jetzt gehen wir auf zurück zur Stadt und retten unser Team. Ja, und ihr spoilert mich ganz schön viel in den Kommentaren. Ich weiß schon, was passieren wird. Also so ein bisschen zumindest. Aber ich werde es jetzt nicht im Let's Play sagen, weil es gibt bestimmt einige Zuschauer, die das noch nicht mitbekommen haben. Seid doch so lieb und schreibt in nächster Zeit immer ganz dick Spoiler in die Kommentare, wenn ihr schon was schreibt, was in Zukunft passiert. Das warnt mich und das warnt auch die Zuschauer. Das wäre zumindest sehr freundlich von euch. So, Abwehr durch Nahrung um den Wert 10 gesteigert. Gut, haben wir gut gemacht. Jetzt geht's weiter. Deswegen, also ich weiß schon ein paar Kleinigkeiten, die passieren werden. Werde es aber nicht erzählen. Wir haben jetzt erstmal hier die Pyramide geschafft und gehen jetzt zurück, um das letzte Gesicht einzulösen. Und vielleicht kriegen wir irgendwas Cooles dafür. Ja, Mo, ich komme. Und danach verfolgen wir Revi und besiegen den Mann platt. Revi kann uns gar nichts.
Guten Tag. So, wir müssen nur noch das Gesicht retten und dann ist alles gut. Hallo, hallo Gummo, bitteschön. Ich bin mal so nett und rette dich. Tada, da ist Mo. Mo hat zu seiner alten Stärke zurückgefunden. Der Geist ist wieder zurück im Spiel. Und das verdankt die Welt nur dir. Ach, keine Ursache. Aber im Ernst, wer stiehlt schon Gesichter? Auf sowas wäre nicht einmal ich gekommen. Aber nur unter uns. Ich habe viel nachgedacht darüber, was ich den Leuten angetan habe. Jetzt weiß ich, wie man sich fühlt, wenn man etwas Wichtiges verliert. Oh, Mo, ich bin sehr... Also habe ich den Entschluss gefasst, ich will nicht mehr stehlen. Ab sofort lebe ich ein braves und aufrechtes Leben. Jo, viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Euch allen vielen Dank. Du hast alle gestohlenen Gesichter gerettet. Tada! Ja, zofft euch. Hier zoffen sie eh wieder alle. Hallo, guten Tag. Du meine Güte, von Lammgeistern und dunklen Fürsten habe ich jetzt aber echt genug. Ein wenig Ruhe und Frieden, das wäre mir jetzt am liebsten. Wenn ich nur nicht so viel Geld hätte. What's the problem? Gib das Geld mir. Wo muss ich denn jetzt hin? Hallo? Gibt's hier irgendwie eine Quest oder so? Vorher habe ich nichts bekommen vom Lampengeist. Das ist nicht so nett. Gut, aber irgendwo wird es mir ja jetzt angezeigt werden, wo ich hin kann. Genau da. Aber da ist nur ein Stein im Weg. Na gut, gucken wir uns das einfach mal an. Hallo Steinchen. Ich habe nicht mal eine Belohnung gekriegt. Kein Gold, kein gar nichts. Huch, schwere Felsbrocken versperren den Weg. Das übernehme ich. Mo, mein Freund. Hier sollte ein Problem sein. Pustekuchen. Ah, okay, das mit dem Pusten kann man auch genau nehmen. Ist okay. Dankeschön. Mo hat die Felsen weggepustet. Easy. Habt ihr schon mal probiert? Ich schaffe nie, meinen Kieselstein wegzupusten. Wenn ihr das schafft, könnt ihr mir gerne auf Twitter schicken, wie ihr das macht. Bin sehr gespannt, wie ihr so einen ganzen Felsen wegpustet. Ja, jetzt geht's weiter nach Osten. Die Wüste müsste ja so langsam mal zu Ende sein. In so tristes, eintöniges Leben hier. Vorwärts Marsch. Wir müssen Revi aufhalten. Ich glaube, das sage ich andauernd, dass wir Revi aufhalten müssen, oder? Immer. Zinus. Zinus? Ach, gut, dass wir es gemerkt haben. Hä? Wo ist Zinus? Jetzt zwei Bildschirme weiter zu vorne. Was ist jetzt los? Muss Zinus alleine kämpfen oder wir alleine ohne Zinus? Start! Zinus ist nicht da. Oh Mann, Spitzenleistung-Items! Wuhu! Items ist froh. Ja, hier, komm, ich glaube, die können wir einfach so kaputt machen. Wir brauchen dafür keinen Zinus. Oh, wir brauchen doch einen Zinus. Autsch! Okay, wir machen nur einen Schaden, aber trotzdem. Alles in Ordnung. Oh, Item! Balui und Items. Wow, wow. Schön, dass unsere Beziehung weiter wächst. Jetzt sind wir Level 7, das ist schon mal cool. Und haben Krankenbesuchbille gelernt. Besuche einen Freund in der Ruhezone und beschleunige die Heilung. Sehr schön. Okay, Katze, was machst du jetzt? Ja, die sollten beide damit gewonnen werden, wenn er seine krasse Attacke rausholt. Brmau. Süß. Süß! Oh, da ist Zinus auch wieder. Dankeschön, Zinus. Nächstes Mal meld das vorher an, bevor du stundenlang weg bist. Dankeschön. Schnell, schnell! Jetzt kommen schon wieder die nächsten Gegner. Also vor diesem Blümchen habe ich irgendwie nicht so viel Sorge. Items, wenn du so weitermachst, haben wir bald echt nichts mehr zu essen. Zinus? Okay, tschüss ihr beiden Pflanzen. Ich glaube nicht, dass ihr das überlebt. Dafür ist Zinus halt einfach schon viel zu krass. Irgendwer hat in die Kommentare geschrieben, ich soll doch bitte nicht immer nur Zinus und mich bevorzugen. Zinus, der halt total overpowered ist und mich, der halt einfach nichts kann. Das ist nicht nett, ich kann wohl was. Zwar mehr Supporter-Sachen, aber trotzdem. Und Zinus, ja, Zinus ist halt OP. Und deswegen muss der Zinus hier gerade durch, ist doch cool. So, nach einem Kampf bin ich immer ganz durchgeschwitzt. Hey, ich auch. Ein tolles Gefühl, nicht wahr? Ja, nö. Nicht so richtig. Go, go, Power. Ne, warte, das war was anderes. Oh, schönes Gasthaus. Sehr schön. Alle mal einkehren, dankeschön. Ha,
Ich hoffe, euch geht's gut hier. Wir haben ja noch ein bisschen Weg vor uns. So, Roulette. Was haben wir Cooles? Lumpen. Schon wieder nur Lumpen. Warum gibt's denn gerade nur Lumpenzeugs? Naja. Essen. Was haben wir hier? Wir hätten hier Grillskorpion. Abwehr und Tempo. Das ist doch mal was für Klim, oder? Abwehr und Tempo ist gut. Blim. Das mag er nicht. Kannibalentee. Dann versuch's mal damit. Ja. Ich verstehe nicht, wonach der entscheidet. So, Mana-Punkte, ja. Da die das alle hassen, gebe ich es Balui. Es tut mir leid. Da könnt ihr noch so oft sagen, dass ich unnütz bin, aber es nützt nichts, wenn ich dadurch schlechte Stats irgendwie bekomme. Und ja, wenn meine Leute halt einfach scheiße sind danach. Oder weiß ich nicht, wenn die Stats halt einfach immer runtergehen, weil sie das Essen nicht mögen. Da haben wir alle nichts von gewonnen. So, weiter geht's. Nächste Route. Ah, der Quizman. The Quizman. Hallo Quizman, ich bin Balui. Das wird wieder cool. Ihr könnt wieder alle mitraten in den Kommentaren. Das heißt, ihr stoppt immer nach jeder Frage das Video, weil ihr habt ja, ich habe ja immer nur 10 Sekunden Zeit zum Antworten. Und ihr macht dann kurz Pause auf YouTube, tippt eure Antwort ein, macht dann weiter, tippt die nächste Antwort ein und so weiter. Und wenn ihr alle drei Antworten drin habt, dann drückt ihr erst den Kommentar absenden. Bitte nicht schummeln. Ich wäre sehr froh, wenn ihr das fair macht. Wenn ihr halt falsch liegt, liegt ihr halt falsch. Ist nur ein Spiel, ist ja nicht schlimm. Ich würde aber mal gerne wissen, wer so richtig rät und wer halt daneben rät. Aber wir gucken mal. Hey du, da hör mir mal kurz zu. Weil ich weiß ja selber nicht, ob ich die anderen Fragen beantworten könnte. Wer könnte immer weiterspielen? Ich, der einzig wahre Quizfreak. Morgan Freeman. Du siehst aus, als könntest du das Original erkennen. Willst du mein Quiz, wer ist das Original, ausprobieren? Oh ja. Wollen wir. Und jetzt bin ich echt gespannt. Das ist auf jeden Fall immer sehr geil. Das macht sehr viel Spaß. So, wer ist das Original? Es gibt 3 Fragen. Fangen wir an. Frage Nummer 1. Oh, fuck. Wer ist Klim? Ah, boah, ist das fies. Ich würde sagen der. Aber bin nicht sicher. Und? Ha, das war richtig. Boah, das wird aber mies, ey. Das wird immer schwieriger. Zweite Frage. Wer ist Balui? Ich bin Balui. Ja gut, okay. Das ist jetzt nicht ganz so schwer. Ich hoffe, ich gebe euch jetzt gerade die Zeit, das Video zu stoppen. Und habt ihr die richtige Antwort? Ich schon. Haha. Meine Nase ist ja wohl nicht zu übersehen. Das war richtig. So, und der letzte. Wer ist Early Boy? Ach du Scheiße, die sind alle einfach nur unterschiedlich groß. Fuck, Mann, welches ist das Richtige? Ich glaube, der ganz recht. Ich weiß es aber nicht. Oder habe ich ihn ganz... Nein, ich habe ihn nicht so klein gemacht. Fuck, Mann. Oh nein. Scheiße. Nein, ist auch böses Wort. Blöd, Mann. Leute, ich bin gespannt. Also habt ihr richtig geraten? Ich hab's verkackt. Ich dachte, ich hätte Early Boy noch viel kleiner gemacht. Weil Early ist ja im wahren Leben auch sehr klein. Nee, könnt ihr mir jetzt... Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich hab's verkackt. Vielleicht hättet ihr es richtig gemacht. Tja. Dum, 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 dum. Dafür gibt's nur einen Trostpreis. Schade. Das war's dann. Echt eine Starkleistung. Aber wie soll man denn die Größe, ey? Da ist ja... Mir fehlt eine Banane für Größenvergleich. Du hast 2 Fragen richtig. Hier ist dein Trostpreis. Ja, dankeschön. Man sieht sich. Das war jetzt nicht fair. Das war einfach nicht fair. Naja, okay. Aber gut, es hätte es wirklich noch schlechter sein können. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall, das letzte war mies. Das war echt mies. Kann ich mich die ganze Zeit drüber aufregen, aber ist halt so, wie es ist. Macht ja auch nichts. Ist ja nur ein Spiel, sag ich ja. Ah, was hat Balui? Meine Wasserflasche ist leer. Grrr. Wer von euch hat mein Wasser gemopst? Aber war es nicht? War es nicht. Du bestimmt. Du hast dir da ein Bier rausgebraut. Ich auch nicht. Oh, stimmt. Ich hab's ja gestern leer getrunken. Ey, du Flasche. Ich bin keine Flasche. Ich bin Balui. Ich dachte, Klim hätte das verwendet zum Kochen oder so. Sind wir bald da? Ich denke ja. Oh nein. Jetzt ist die Frage. Nach oben oder nach unten? Aber oben war ein Typ, deswegen gehen wir erstmal nach oben. Guten Tag. Hallo, ich bin Balui. Gibt's hier oben irgendwas? Ein Gasthaus gibt's hier. Na gut, dann kehren wir da erstmal ein. Das ist nämlich eine der besten Möglichkeiten, die Folge zu beenden. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen und ihr kommt morgen wieder. Da gibt es dann die nächste Folge. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und danke fürs Einschalten. Lasst doch ein Däumchen nach oben da und vor allen Dingen bleibt schön feurig. Tschüss!